Freunde, willkommen zu unserem neuen Video. Ganz liebe Grüße hier aus Mölln. Wir sind am neuen Friedhof und wir haben ein spannendes Thema. Es wird spannend. Wir lernen heute, wie ein Mensch innerhalb von 40 Tagen zur Erde wird. Und hier hinten ist schon die Tür offen. Das ist die magische Halle, der Raum, wo alles passiert. Ich bin schon ziemlich gespannt. Ja, muss ich auch sagen. Ich habe es einmal kurz gesehen, aber ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Deswegen bin ich gespannt, was wir heute lernen und vielleicht auch sehen werden. Und wir nehmen euch natürlich mit. Das heißt, komm, wir gehen mal rein. Da treffen wir gleich auf den Pablo, den Scheffel hier. Gerade den Gabelstapler noch dabei. Ja, Pablo! Was machst du gerade? Was machst du da? Damit ihr sehen könnt, was hier passiert. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im ersten Alvarium der Welt. Krass. Ich habe schon. Lass mal direkt hier. Ja, gerne. Wo stehen wir? Wir stehen, ne, im Alvarium. Ja. Das ist eine Kapelle, die wir im Moment benutzen, auf dem Friedhof. Okay. Und hier führen wir die Reerdigungen durch. Die okay. Menschen, das heißt, hier drin ist dann der tote Mensch und da passiert quasi die Magie da drin. Genau, da passiert, das ist ja zum Glück keine Magie, es passiert ja, gut, irgendwo stimmt. Magisch ist ja, es natürlich, ja, das verstehe ich. Natürlich. Aber es ist ja einfach das, was in der Natur passiert. Krass. Und genau hier betten wir die Menschen rein, in diesen Kokon. Ja. Das ist wie ein Sarg eigener Art. Es riecht schon ein bisschen nach Heu. Genau. Schau mal rein, also, was hier drin ist. Hier ist ja auch das Substrat drin. Das ist so ein bisschen, wenn du willst, das Coca-Cola-Rezept. Okay. Das ist so eine spezielle Mischung, die wir haben. Wie man sieht, ist natürlich, und das riechst du auch, hast du gesagt. Ja, genau. Stroh ist dabei, Heu ist dabei. Wenn man es ein bisschen anfasst, kriegt man ein bisschen schmutzige Finger, weil da so ein bisschen Aktivkohle dabei ist und noch ein paar andere Stoffe. Das ist aber noch kein Mensch hier, ne? Das ist kein Mensch, sondern das ist wollte das ich auch Bett. Erfahren. Nee, das ist der Bett, wo wir die verstorbene Person draufbetten okay. können. Alles organisch, ne? Also es ist keine Chemie drin. Du siehst auch keine Würmer drin ja, oder es sonst ist was. Einfach wie Schwur, riecht gut. Vom Feld so irgendwie. Genau. Also, daran erinnert mich jedes. Und da sind jetzt schon Mikroorganismen drin oder nicht? Genau, die sind ja in der Natur überall. Ja, ne? Wir haben sagen. Die auf der Haut, im Magen und im Darm. Ist dem Bio nicht aufgepasst hier. Ja, genau, die helfen uns ja, wenn wir leben, irgendwie unsere Nahrung zu verstoffwechseln, zu verdauen. Ja. Und genau das Gleiche machen sie ja auch, wenn ein Mensch gestorben ist, den Menschen zu zersetzen. Ich habe dein Video gesehen über warum braucht man eine Kühlkammer. Genau damit das nämlich nicht passiert. Ja, genau. Aber wir wollen ja, dass es passiert. Das ist das Gegenteil von Kühlung. Kühlung sagt quasi, nee, wir wollen den Versehensprozess rauszögern, auch Geruch, ne? Aber hier ist genau das Gegenteil, wir wollen es einfach beschleunigen. Was mich allerdings noch interessieren würde, also das riecht jetzt hier ja, wie gesagt, so ein bisschen. Mein Opa hat einen Bauernhof. Ja, es riecht und so riecht so wie Einstreu von dem vom Stall riecht es ein bisschen. Überragend, ne? Oder? Ne? Ja, es ist schön. Aber was mich interessieren würde, stinkt das dann nicht oder hat man dann nicht Geruch irgendwie? Alle Geruchsstoffe werden erstens da drin gebunden. Das ist ein Teil des Geheimnisses natürlich, okay. dass wir die Geruchsstoffe da drin binden können. Und das andere ist, dadurch, dass es ein aerober Prozess ist, also mit Sauerstoff, riecht es einfach viel weniger. Ne? Also so eine Biogasanlage stinkt, weil das ist ohne Sauerstoff. Ja. Da soll quasi ja auch Methan entstehen. Okay. Und dadurch, dass dieser Prozess so ist, dass wir das die ganze Zeit mit Sauerstoff versorgen, riecht es gar nicht. Aber ich habe unten, na, da zeige ich euch mal, ich habe so Schläuche irgendwie unten gesehen. Ja, das habe ich auch. Das muss uns auch erklären, das schaut nämlich abgefahren genau, aus. Ich grabe hier mal runter. Ja, genau. Okay. Also wir haben hier mehrere Schläuche quasi. Wir versorgen mit Sauerstoff, das ist das, was ich gesagt habe. Ah, okay. Ja. Und genauso, wenn natürlich Sauerstoff reinkommt, weil wir haben ja keinen Luftballon, sondern es ist ein Kokon aus Edelstahl, ja. demnächst aus recyceltem Kunststoff. Oh, okay. Dann entnehmen wir natürlich auch wieder Luft und das ist genau das, was wir mit diesem Schlauch machen, dass wir quasi Luft auch wieder entnehmen und darüber können wir Temperatur, Feuchtigkeit und so weiter steuern. Und okay. die Luft, die jetzt aus diesem Schlauch dann rauskommt, stinkt die nicht? Nee, das ist ja wieder genau das Ding. Erstens also die stinkt wirklich gar nicht? Nee, das riecht überhaupt gar nicht. Okay, weil ich muss sagen, ich war vor kurzem in Italien im Urlaub und da besuche ich gerne so einen speziellen Friedhof und die haben ja dann so, die haben so Grabkammern. Ja, wo die Särge im Ganzen reinkommen. Ihr habt vielleicht das Video auch gesehen auf Instagram. Mhm. Und da hat es jetzt vor kurzem echt gemuffelt, kann man sagen. Also richtig nach Verwesung. Und ich habe mir gedacht, okay, ist halt so, ist ein Friedhof. Yes. Und als wir jetzt auf dem Weg hierher waren, da dachte ich, ja, hier könnte es ähnlich riechen. Aber es ist nicht, ne? Scheinbar nicht. Ganz neutral also du würdest das ja auch merken, das sind ja so Geruchspartikel, die eigentlich auch hängen bleiben.
Und wie man merkt, hier im Gebäude riecht es auch überhaupt gar nicht. Und hier haben ja schon mehrere Erdigungen stattgefunden. Ah, okay. Also man merkt, ne, also bestätigt ihr, ja, ihr das? Riecht es hier irgendwie unangenehm? Nee, gar nicht. So, und das ist genau das Ding. Also meine Kinder sind 10 und 13. Ah, die haben schon an dem Abluftschlauch, der quasi da oben rausgeht, dran gerochen. Ja, okay, krass. Und da stinkt wirklich gar nichts. Sie waren selber so neu, haben gesagt, das müssen wir überprüfen. Krass. Und da riecht gar nichts. Krass, ja. Heftig. Wahrscheinlich haben sie das stundenlang gelüftet, bis sie jetzt kamen. Kann ein Kokon auch irgendwie hoch und runter fahren? Das schauen wir uns gleich mal an. Alter. Geht es per Hand oder elektrisch? Ich will nur kurz gucken, ob es geht. Boah, voll die Motoren. Alter. Ja gut, muss ja auch. Oh, jetzt boah, jetzt geht falsche Richtung. Falsche Richtung. Bisschen nach vorne. Ja, stopp, so ist gut. Okay, krass. Wir spielen jetzt einmal Reerdigung und anhand davon zeigen wir euch mal, wie dieser Standardablauf ist, wirklich von A bis Z einmal durch. Guckt mal mit. Wir haben hier einen Fake-Verstorbenen. Hat der einen Namen? Luca. Luca, okay, das ist Luca. Genau. Und das ist jetzt sozusagen unser Fake-Verstorbener und anhand von ihm probieren wir das jetzt einfach mal aus. Das heißt, man würde ihn jetzt einfach... Genau, natürlich liegt Luca eigentlich auf dem Schaufeltrage zum Beispiel, ja, weil ihr würdet sie mit einer Schaufeltrage, also in einem Transportsaal, mit einer Schaufeltrage herbringen. Mhm. In diesem Fall sind wir noch ein bisschen näher dran. Ihr könnt Luca einfach tragen. Er ist ja nicht schwer. Aber er ist ziemlich leicht. Genau, also Gewichtsklasse schafft ihr. Aber also der Bestatter kommt mit einem Sarg hierher und dann würde hier auch vielleicht der Sarg stehen, oder? Genau das. Alles klar. Gut, das heißt, stellt euch mal hier einen Sarg vor und jetzt betten wir den Verstorbenen einfach jetzt hier rüber, oder? Genau. Okay, gut. Dann. Da kann die Familie theoretisch, so wie ich jetzt dabei bin, auch dabei sein. Passiert es oft, dass die das mitmachen wollen, wie das Ganze rüber ist? Ja, das ist ja auch ein total schöner Moment. So letzte Dienst. Okay, ja, finde ich gut. Genau. Okay. So. Ja, dann rücken schon mit rein. Eigentlich an der Stelle, Moment, um das zu zeigen, natürlich, wenn die Familie dabei ist, Luca an der Stelle bedeckt, weil bei der Reerdigung, ganz natürliche Methode, ist natürlich die Person im Kokon am Ende unbekleidet. Okay. Das heißt, wir decken den jetzt hier vorher. Genau, und deswegen ist Luca jetzt mit dem Leichentuch bedeckt, dass wenn die Familie dabei ist, ja. Ist einfach schöner. Das ist einfach schöner. Okay, verstehe. Deswegen würdet ihr jetzt. Also hier wäre eine Schaufeltrage drunter. Genau, hier wäre jetzt eine Schaufeltrage drunter. Ja, die haben wir jetzt nicht. Das heißt, man reicht jetzt vielleicht unter die Schultern. Vielleicht machen wir das. Das passiert im Normalfall nicht. Kopf, Fuß irgendwie. Nö, kannst du drehen, in die Richtung machen, wie du willst. Jetzt, wo wir so stehen. So. Mhm. Alles klar, okay. Und jetzt ist natürlich. Jetzt könnte man noch Blumen reinlegen. Okay. Wir haben ein paar Blumen da. Ich hole mal. Okay, ja, machen wir. Blumen kommen auch noch rein. Das heißt, guck mal mit her, Freunde. Wir filmen einmal hier rein. Das heißt, der Verstorbene liegt dann tatsächlich hier in diesem Kokon, aber halt noch bedeckt eben mit diesem Tuch. Blumen folgen jetzt. Bitte schön. Ach, wunderbar. Du darfst jetzt selber dekorieren, du darfst dir die da rausnehmen. Ja, cool, das heißt, man kann dann noch eine Blume reinlegen oder so. Ich möchte auch eine. Ja, bitte, du darfst auch so eine große nehmen. Das ist gerade ganz... Normalerweise bin ich nämlich der auf der Trauerfeier, der das hält und die Blumen aufhält. Das darf ich auch mal selber. Ja, wirklich. So, jetzt haben wir Blumen drin. Genau, und jetzt ist die Familie gegangen. Okay, das heißt, der nächste Schritt passiert ohne die Familie. Genau, kann natürlich auch mit passieren. Wir können das jetzt einmal auch mitmachen. Wir könnten jetzt die Blumen wieder entnehmen. Die würden wieder raus. Die Blumen kommen tatsächlich wieder raus. Ja, die können auch wieder am Ende reingegeben werden. Jetzt wegen dem Tuch wahrscheinlich kommen die erstmal weg. Ja, genau, wir können das gleich einmal zeigen. Und jetzt kriegt ihr einen Eimer mit Substrat. Jetzt dürfen die Bestatter arbeiten. Das war gar nicht gut. So, und jetzt würden wir quasi zum Beispiel von den Füßen weg das Tuch entfernen. Ja. Und du würdest Substrat auf sie draufkippen. Und das Tuch raus. Man könnte das aber auch mit der Hand so verteilen, ne? Genau. Also genau, alles. Genau, also alles easy eigentlich. Du bist ja Bestatter, du traust dich daran. Genau. Echt, würdest du es ohne Handschuhe machen? Wenn da jetzt wirklich ein Verstorbener drin liegen würde? Das Substrat ist doch. Das fühlt sich wirklich auch angenehm an. Ich finde das schön. Also. Aber das ist jetzt auch nochmal da, quasi nochmal mehr biologisches Material für den Abbau vom Verstorbenen dann nochmal. Genau, und es ist natürlich auch dafür da, um die Person am Ende auch zuzudecken. Zu bedecken, ja. Das ist auch schön. Ja, ja, ne? Ja. Also es geht auch darum, dass es natürlich immer auch ein schöner Prozess sein kann. Schau, seht ihr die Kohle? Da ist wirklich diese Aktivkohle drin. Ich kenne es aus dem Aquarium, da hast du manchmal Aktivkohle in den Filtern drin. Ach, okay. Ja? Willst du auch mal drauf kippen? Nö. Nö. Okay, dann mache ich weiter. Natürlich könnte die Familie auch dabei sein. Wir hatten auch Familien, die selber im Prinzip das Substrat dann draufgegeben haben. Okay.
Da haben wir das Substrat ein bisschen mehr vorher angefeuchtet, dass es nicht so staubt. Ja, staubt wirklich ein bisschen. Ja, staubt jetzt gerade ein bisschen, aber deswegen, wie gesagt, live. Ne? Es das ist macht nichts aus. Ich finde es gut, ja. So, und dann kannst du es natürlich noch dekorieren, wie du willst, oder das kann auch die Familie machen. Ja. Einfach um zu sagen, das ist der Abschied, den wir wollen. Du könntest theoretisch Blumen aus dem Garten drauflegen, mhm, oder wenn du sagst, okay, keine Ahnung, bei mir im Garten wächst Minze, ja, dann legst du Minze mit rein, dann riecht es nochmal. Ja. Das sind alles Teile, wo du individuell auf die Familien eingehen kannst. Was mich interessieren würde, ist, ob die Familien hier bei diesem Prozedere lange verweilen und auch noch so richtig mitarbeiten wollen. Weil ich muss sagen, mir hat es jetzt Spaß gemacht, ja, das hier mitzumachen. Das ist fast ein bisschen so wie Gartenarbeit. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute hier lange verweilen und dass man, ja, dass es vielleicht seine Zeit braucht, bis man dann den Deckel schließen kann. Genau. Also der Erfahrungsschatz, den wir haben, ist natürlich noch nicht riesig. Ne, wir haben jetzt erst ein paar Beerdigungen gemacht. Wie viele? Weißt du das? Drei sind es bis jetzt. Okay. Die vierte startet nächste Woche. Mhm. Ach so. Das liegt einfach daran, dass wir einen Kokon haben und es ja 40 Tage dauert. Mhm. Das heißt, das ist jetzt gerade der einzige Kokon deutschlandweit, weltweit? Der einzige quasi in Europa. Krass. Okay. Es gibt in Amerika, andere machen es ein bisschen anders, aber deswegen, also von dieser Art ist es der einzige weltweit. Okay. Aber ab November kommen mehr. Ab November fangen wir an, also im November werden wir 30 Stück aufstellen, damit wir das den Familien, die anrufen, auch anbieten können. Wir hatten gerade diese Woche, glaube ich, drei Familien, die wir leider ablehnen mussten. Oh, okay, schade. Das heißt, nicht Kapazität. Die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Ja, die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Die Menschen möchten das gerne. Mhm. Aber um die Frage zu beantworten, ja, alles ist möglich und ihr könnt es mit denen besprechen. Die Erfahrung bis jetzt war, dass tatsächlich die Familien sich auch nochmal ganz in Ruhe verabschieden. Also wenn dieser Moment passiert ist, Bestatter und Bestatterin verlassen den Raum und man ist als Familie einfach nochmal 10 Minuten, eine Viertelstunde, meinetwegen auch eine Stunde hier, und kann sich in Ruhe verabschieden, weil das Bild ist einfach schön, es ist total friedlich. Man muss keine Angst davor haben, weil die Person ist ja auch bedeckt. Aber auch da kann man natürlich mit spielen und sagen, ich möchte das Gesicht noch sehen und lege nur Blumen aufs Gesicht oder so. Das ist alles möglich. Jetzt habe ich eine technische Frage, und zwar mache ich ja gerade die Ausbildung zum Einbalsamierer. Ja. Was ist denn jetzt, wenn ich jemanden einbalsamiert habe? Achter Index, lange haltbar, das ist dann schon ein Problem, ne? Also wir gehen im Moment davon aus, dass es dann nicht funktioniert, weil Einbalsamieren hat ja genau den Zweck, genau das zu verhindern, dass das verhindert wird. Ja. Und ist unser Ansatz natürlich, dass wir sagen, das Natürlichste ist, dass der Körper irgendwann vergeht. Genau, das ist, ja. Und das steht der Einbalsamierung in dem Sinne entgegen. Ich weiß, es gibt gute Gründe teilweise für eine Einbalsamierung, aber in dem Sinne müsste man sich entscheiden. Ja gut, ist doch interessant zu wissen, aber macht auch Sinn. Da soll der Körper ja verwesen und Einbalsamierung macht ja genau das Gegenteil. Das heißt, leider nein. Also wie gesagt, in Amerika ist das, was ich gelernt habe, ist ja noch ganz viel dann am Ende im Grab auch übrig, wenn man die Gräber öffnet. Ja gut, aber das kommt auch darauf an, wie stark man einbalsamiert, ne? Also ich denke, die haben einen sehr hohen Index. Ja. Wir haben gar nicht so... Was ist denn ein Index? Ich kenne mich nicht. Ja, wir machen auch eher... Wenn jetzt jemand ins Ausland geht, machen wir ein Beispiel, jemand geht ins Ausland nach Südafrika zum Beispiel, wo es warm ist, wo du nicht weißt, ob der vielleicht zwei Wochen ungekühlt am Flughafen noch rumsteht. Es ist ein übertriebenes Beispiel. Nee, ist so. Kein schönes Bild, aber... Nee, es ist wirklich so. Ich habe vergessen. Nein, aber ist halt einfach so und da musst du dann dementsprechend viel mehr konservieren. Das heißt, du nimmst einen höheren Prozentsatz von diesem Formaldehyd. Was für einen Index würde ich dann nehmen, wenn ihr sagt, ihr macht sonst Index 8? Wir machen sonst einen 2. Kosmetische, keine Ahnung, wenn man kosmetische Embalmings macht, so 2 bis 4. Wenn es ins Ausland geht, dann fängst du an vielleicht 8, 16, 20 oder so. Aber dann hast du auch... So hoch geht das. Ja, genau. Okay, crazy. Deswegen wollte ich gerade sagen, die Amerikaner sind auch in einem anderen Bereich unterwegs. Und deswegen verstaubt man ja auch wie so Puppen teilweise aus, was bei uns aber nicht der Fall ist. Und darf man ja auch vom Friedhofsgesetz oftmals gar nicht machen. Das heißt, die Verwesung ist erstmal nur temporär ausgesetzt. Ja. Okay, dann muss ich meine Antwort vielleicht revidieren. Dann heißt die Antwort, weiß ich nicht, wie es mit einem niedrigen Index ist. Ja. Wir haben nur mit den Amerikanern gesprochen und die sagen, so wie es in Amerika gemacht wird, dann funktioniert es nicht, weil das eben genau das stoppt. Ach okay, ja gut. Und da ist jetzt nur die Frage, klappt das in 40 Tagen? Das ist eine Frage, die kann ich einfach nicht beantworten. Das muss man, glaube ich, einfach vielleicht... Das müsste man, Also klingt dumm, aber es ist auch hier in der Branche ist es so, man muss halt einfach Sachen auch ausprobieren, sonst weiß man es nicht. Aber das ist das ganz Wichtige, da müssen wahrscheinlich einfach die Familien mit den Bestatterinnen und Bestattern darüber sprechen. Sicher, denke, ja. Und im Zweifelsfall kommen wir noch mit dazu und dann heißt es, im Zweifelsfall sagen wir, es dauert nicht 40 Tage, sondern es dauert 60 Tage. Na gut, ja. Da wir ja alles messen, ne? Da sind ja lauter Sensoren drin, wir wissen, wann der Prozess vorbei ist.
ohne reinzuschauen. Ja. Krass. Das heißt, wir können dann sagen, okay, wir sehen, der Prozess hat gestartet, er ist normal gelaufen, und wir wissen dann, wann er fertig ist. Das würde natürlich in dem Fall nur mit Zustimmung der Familien gehen. Aber ja, so ja, könnte man versuchen, da auch rauszufinden, ob ja, das funktioniert oder nicht. Okay, ja, cool, das ist spannend, ja. Aber noch viel spannender können wir irgendwo nicht hingehen. Ja, diese Aktivkohle. So, wir haben jetzt Luca vollständig mit dem Substrat bedeckt. Das heißt, es ist jetzt wirklich auch nichts mehr zu sehen, außer Substrat. Ja, und als nächstes macht man ein Oberteil drauf, oder? Genau, dann kommt das Oberteil drauf. Das ist ein bisschen schwer noch im Moment, ihr könnt es gerne probieren. Jetzt geht schon ja, klar. Komm, das ist viel Spaß. Er glaubt nicht an uns. Ich glaube, ich werde 5 Euro dagegen. Ja, unterschätzen. Wird das 5 Euro? Ja, okay. Also sorry, wir heben doch die ganze Serie auf, oder? Genau, unser Format. Oh, aus dem Nase wird bitte probieren. Okay. 5 Euro. Cut. Cut an der Stelle, bitte. Okay, es ist tatsächlich viel zu schwer, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist auch einfach aus Edelstahl. Genau, das ist im Moment noch eher aus Edelstahl, das ist Version 1.0. Ja, klar. Und jetzt ab November kommen die neuen Kokons, die sind aus dem recycelten Kunststoff. Ja. Und dann schafft wahrscheinlich auch einer von euch beiden das. Okay. Würde ich euch beide so einschätzen. Ja. Also stellt euch vor, wir hätten jetzt das Oberteil drauf gemacht. Wir haben das jetzt hier verschlossen, diese Ware. Und danach in Kokon, genau. Entschuldigung, da muss ich da noch gewöhnen. Und dann schließen wir jetzt die Türen, würde ich sagen. Ja, mach mal zu. Ja. Und jetzt ist es zu. Und tatsächlich ist es wirklich auch so zu, dass du kannst dich dagegen so hängen und Tür ist zu. Heißt, da kommt jetzt auch. Da kommt auch keiner ran, du siehst, es ist auch kein Griff da oder sonst was. Gibt es da einen Schlüssel? Es gibt einen Schlüssel, aber für 40 Tage kommt niemand ran und damit gewährleisten wir natürlich auch die Totenruhe. Außer du würdest rankommen, oder? Ich also würde rankommen, die Bestatter würden theoretisch auch ran. Aber man darf und soll da nicht ran. Wir brauchen auch nicht ran, das ist das Tolle. Ja, verstehe schon. Weil alles, was wir messen, überwachen und so weiter, funktioniert automatisiert. Aufs Handy, egal wo wir sind, wissen wir, was in dem Kokon gerade passiert. Das ist aber jetzt kein Schlüssel wie so ein Autoschlüssel, oder? Nee, ich zeig mal den Schlüssel. Ja. Spezialschlüssel. Hey, das ist ja wie aus einem Film. Ja. Das Amulett von dem Kokon. Okay, wie kann ich da jetzt ran an mein Amulett? Du siehst hier den Einsatz. Andersrum. So. So. Und einmal nach unten drücken. Magisch. Okay, krass. Türen öffnen sich wieder. Das heißt, hier hinter uns tun jetzt oder würden die ganzen Mikroorganismen ihre Arbeit tun. Jetzt eine Frage, die mich interessiert, oder mehrere auf jeden Fall. Wie lang dauert der ganze Spaß und wie warm ist es jetzt da drin? Oder wie Mikroorganismen? Genau, wie warm wird es, ist ja eher die Frage, weil du hast gesehen, am Anfang ist es natürlich noch Raumtemperatur. Ja, genau. Genau, es dauert 40 Tage, bis der Prozess fertig ist. Okay, also knapp über einen Monat. Genau, knapp über einen Monat. Ist ja auch so ein biblischer Zeitraum. Ja. Oder in allen Weltregionen spielen diese 40 Tage eine große Rolle. Mhm. So lange dauert es, bis diese Transformation fertig ist. Und das machen die Mikroorganismen. Es gibt so verschiedene Gruppen. Die einen, die heizen es so auf bis 40 Grad. Und dann kommen die Thermophilen, okay, wärmeliebend. Ja. Das Schöne daran ist, die machen es auch warm. Also während die den quasi alles verstoffwechseln, wird 70 bis 80 Grad warm. Okay, das heißt, es geht von ganz alleine. Das heißt, da ist jetzt nicht irgendwie ein Wärmeregulator okay drin oder so, der irgendwie Wärme erzeugt, sondern das passiert also ganz natürlich einfach. Ja, und das ist auch total faszinierend. Ne? Also ja. Wenn man sich das vorstellt, dass es so warm wird, aber es ist ein ganz natürliches, hohes Fieber, mhm, und es wird, nutzt die Natur halt dafür, um alle Krankheitserreger oder so am Ende des Lebens einmal abzutöten, damit am Ende die Erde, die übrig bleibt, mhm, keimfrei ist. Krass. Ja. Also völlig natürlicher Vorgang. Musst du auf Start drücken? Genau, wir drücken am Anfang einmal auf Start, sagen jetzt geht's los. Aber was passiert dann? Also was bewirkt dieses Startdingsen, weil ich dachte, das ist so komplett ohne... Genau, also der Start bedeutet eigentlich, dass die Sensorik angeschaltet wird. Okay, das heißt, du kannst auch messen, was da drin gerade abgeht. Genau, wir messen die ganze Zeit, was drin ist. Also wir haben Temperatursensoren, pH-Sensoren, Feuchtigkeitssensoren und so weiter drin. Krass. Und können deswegen die ganze Zeit, wo egal wo wir sind, übers Handy sehen, was passiert gerade im Kokon. Krass. Und wie ist dieser Prozess fortgeschritten. Okay, das heißt, es steckt auch echt eine Technik drin. Das heißt, du hast einfach... top überwacht. Genau, also mein Geschäftspartner ist Wirtschaftsingenieur und Maschinenbauer. Okay, ne? Gut. Das ist grüne Hightech. Ja, krass. Das heißt, das ist nicht nur, also natürlich natürlicher Vorgang, aber auch echt viel Technik hinter. Mhm. Cool. Genau, weil was wir ja schaffen müssen, ist
wir brauchen kein Erdgas. Mhm. Wir brauchen auch sonst fast keine Energie, weil die Mikroorganismen genau. machen selber die Wärme. Bioenergie, klar. So. Und das ist natürlich ein Prozess, der ist nicht so ganz leicht. Ja. Und deswegen steckt da auch 2,5 Jahre Entwicklungsarbeit drin, deswegen sind auch mehrere Patente drin. Krass, ja. Weil das natürlich dann dargestellt werden kann, dass das auch immer funktioniert. Und das ist ja wichtig. Cool. So, 40 Tage später, wir stehen hier am Sarg und hier sind wie viel Kilo Erde drin? Na, bei einer 80 Kilo Person, Luca hat circa 80 Kilo gewogen, genau, so wie du wahrscheinlich, ja. Bleiben so 110 bis 120 Kilo Erde übrig. Kilo ist natürlich immer eine Frage, du fasst es gerade an, ist ein bisschen feucht noch. Ja, ja. Und Kilo hängt natürlich auch an der Feuchtigkeit. Klar. Und ist es tatsächlich dann auch so feucht jetzt wie die, was ist das jetzt hier für eine Erde? Die genau, also wir haben jetzt natürlich Blumenerde genommen, so aus dem Baumarkt um euch das einmal zu zeigen, aber tatsächlich sieht es am Ende genauso aus und es hat jetzt so ein Feuchtigkeitsgehalt von 30% oder so. Okay. Und was ist mit den Knochen, das würde mich interessieren? Genau. Weil ich kenne das, wir haben ja lange Jahre Gräber gebaggert am Friedhof und da waren Knochen echt ein Thema. Ne? Also da waren viele Knochen und auch Schädel mit drin. Mhm. Stelle ich mir da auch so vor? Oder? Also warum ist es unter der Erde so? Ne? Weil Sauerstoff prozesslos, kein Sauerstoff. Ne? Es gibt Sommer und Winter, mal regnet es, mal nicht. Ja, ja, okay. Und deswegen funktioniert es unter der Erde sehr langsam oder im Zweifelsfall auch gar nicht. Das weißt du viel besser als ich. Wachsleichen und so weiter genau. sind schon Probleme. Dadurch, dass wir den Prozess steuern können, zergehen einige Knochen, es bleiben auch einige übrig. Mhm. Und genauso wie im Krematorium auch, mahlen wir dann, verfeinern die dann, ja. geben sie der Erde wieder bei, mischen sie da drunter. Ja. Und dann haben die natürlich, dadurch, dass es so ein ganz feines Pulver dann ist, eine große Oberfläche und sind dann auch in ganz kurzer Zeit, nachdem man es in der Erde beigebracht hat, weg. Cool. Okay, krass. Das heißt, wir haben hier die Erde und bekomme ich die dann, also ich bin quasi Bestatter, hol meinen Verstorbenen, der jetzt Erde ist, wieder ab und kriegt den dann quasi ganz normal in so einem Sarg dann über. Nee, den Sarg bringt, denke ich mal, der Bestatter damit, oder wie ist das? Genau, wenn wir regelmäßig zusammenarbeiten, dann kann man den immer wieder austauschen. Mhm. Denn der Sarg wird am Ende nicht in der Grabstelle begraben, okay. sondern der ist nur für den Transport da. Ja. Und das ist natürlich wichtig, damit ihr einfach in den Bestattungsfahrzeugen, auf den Friedhöfen, mit dem Sargwagen und so weiter, alles so machen könnt wie bisher auch. Ja. Und das auch vom Bild so bleibt, wie man das gewöhnt ist, weil diese Traditionen bieten ja ganz wichtige Leitplanken im Trauerprozess. Ja. Das bedeutet, die Erde ist dann auch bestattungspflichtig, also die muss man auch, ich darf die nicht mehr nach Hause nehmen. Genau. Ich sage euch hier, wenn mein Papa in meinem Blumenbeet begraben, geht nicht. Genau. Die Erdigung ist eine Art Erdbestattung, sieht man ja auch, Erde zu Erde, ja. genau das ist passiert. Und das ist friedhofspflichtig und gehört am Ende natürlich in eine Grabstelle auf einen Friedhof okay. und wird dort eingebracht. Okay, spannendes Thema. Vielen Dank an der Stelle. Ja, total gerne. Das war echt interessant. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, dass ich das noch weiter durchsetze und dass wir das vielleicht sogar bei uns dann bald anbieten können, weil ich glaube, die Nachfrage ist wirklich da. Daran scheitert es nicht. Aber ist ein cooler Prozess. Vielen Dank nochmal fürs Zeigen. Ne? Und bis zum nächsten Video. Abonniert alle Kanäle, Glocke aktivieren, was weiß ich. Bis zum nächsten Video. Ciao.